Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Video Animal Crossing auf Dunkelheim. Und zwar heute bei der lieben Kati auf Kuschel. Da wurde ich jetzt tatsächlich schon mehrfach eingeladen, mir die Insel mal anzugucken. Und heute ist es soweit, liebe Kati. Heute gucken wir uns deine Insel an. So, ich sehe da oben schon jemand laufen. Ich bin mal gespannt. Wenn Sie aufmachen möchten, legen Sie sich einfach auf dieses Bett. Okay. Alles klar. Es ist noch ein bisschen verschwommen. Wir gucken uns als erstes mal die Karte an. Wow. Also, Kathi hat entweder sehr viele Kinder oder... Ja, ich weiß nicht, warum hast du so viele Bewohner? Okay, das ist Kathi. Das scheint der Hauptbewohner zu sein. Dann gibt es Lina im Zelt. Vera auch im Haus. Tom. Maria auch im Haus. Und Lina. Gibt es hier schon die Lina? Hier, es gibt zwei Linas. Okay, zweimal Linas im Zelt. Kong, Barry, Schuki. Tipsy, Gregor, Julian, Martin. Ich auch sehr schön. Und Froni. Froni lebt auch bei mir. Hier unten ist auch die Schlummernschrift. Aber ich schreibe sie euch natürlich auch in die. Soll ich sagen? In die Infobox, natürlich. Ich war gerade irritiert, weil neben Froni, guck mal, da oben ist so ein leeres Feld. Ich bin mir unsicher, was das ist. Ach, das Museum soll dahin umziehen anscheinend. Okay. Flughafen, na gut. Dann. Die Karte habe ich immer an. Okay, ist auf jeden Fall gut beschildert. Und hier geht die Party ab. Okay, hier ist das offizielle Blumenfeld. Diese Sessel finde ich auch super hübsch. Hier ist anscheinend so ein kleiner Einkaufsladen. Ein bisschen Schmuck kaufen, so ein Trödelmarkt. Liegt bei mir auch. Wir sind auf jeden Fall noch im Sommer. Ich habe mich hier schick angezogen, im Übrigen. Mit ein bisschen wärmer. Aber hier ist noch grün. Hier ist noch tiefster Sommer. Hier kann man sitzen und sich ausruhen. Kommt man hier rüber? Ja. Hier ist die Trekkingstrecke anscheinend. Okay, ich glaube, die Insel ist noch nicht ganz fertig, so wie es aussieht hier. Windpark, sehr coole Idee auch. Mit dem Windpark finde ich gut. Hier wird anscheinend der Switchstand gebaut. Okay. Also die Seite fehlt vielleicht einfach nur noch. Hier oben ist, glaube ich, dann auch nichts mehr. Also das mit den vielen Bewohnern würde mich tatsächlich interessieren. Vielleicht schreibt sie mir das dann, wenn sie das sieht. Warum sie so viele Bewohnerinnen hat. Okay. Wo gehen wir denn jetzt hin? Wir bleiben hier auf dieser Seite, glaube ich. Wie kommen wir denn hier hoch? Gibt es hier einen Aufgang? Nee, hier gibt es doch gar keinen Aufgang, oder? Da hinten dann vielleicht. Ah ja, da hinten gibt's, oder? Nee, doch. Okay, ich werde mich verlaufen. Aber ich glaube, wir müssen hier. Hier kommen wir auf jeden Fall schon mal nicht lang. Weil da ist ein Zaun, da kommen wir nicht vorbei. Das finde ich auch schön mit den
Wasserfällen, wo man dann so vorbeigeht. Was ich nur immer finde, ich finde es immer sehr laut in diesen Wasserfällen. Weiß nicht, geht es hier auch immer so? Wenn man am Wasserfall angeln muss, finde ich das immer sehr schwierig. Hier ist ein Bewohnerhaus, aber komm, wir gehen erstmal nach oben. Was mal hier? Ah ja, hier ist ein Häuschen. Von wem? Von Vera. Ein ganz kleines Häuschen. Okay, gerade ist ausgebaut. Wahrscheinlich. Einfach. Vielleicht hat sie. Doch, Lager müsste sie schon haben. Aber vielleicht war das alles im Zelt. Nee, im Zelt kann man, glaube ich, nichts abstellen, oder? Ist auf jeden Fall so eine kleine Teeoase. Ein Gemälde. Hier ist die Modestrecke. Also, ich wollte eigentlich nach hier hinten, aber komme ich da jetzt lang? Ja. Hier ist, glaube ich, Vera, oder? Oh ne, Maria ist hier. Okay, hallo Maria. Sah aber süß aus mit dem Blümchen im Haar. Doch cool aus. Mit der Brücke vor dem Wasserfall, ne? Zum Aussichtspunkt da oben. Und das sieht. Oh, guck mal, das sieht so aus, als würde da jemand stehen. Das ist ja auch cool. Okay. Ah ja, hier ist die Farm. Die Farm mit Schwimmbad. Okay. Da soll man nicht durch. Okay. Hier ist, glaube ich, so ein geheimer Durchgang, oder? Ja. Kann man Zuckerrohr klauen? Komm, ich klaue ein Zuckerrohr. Hehe. Merkt ja keiner. Und ein Weizen klaue ich auch. Ist alles Mundraub. Okay, aber komme ich wieder nicht raus. Okay. Nicht, dass mich noch jemand erwischt, wie ich hier geklaut habe. Nein. Das Gute ist ja in den Träumen, dass tatsächlich alles so bleibt, wie es war. Man kann nichts klauen. Also, nur für, jetzt irgendjemand das sieht, der das nicht weiß, man kann nichts klauen. Ich würde auch nichts klauen. Also, um Gottes Willen. Auf gar keinen Fall. Sind ja auch manche. Oh, guck mal. Uiuiui, Hirschkäfer. Manche sind da ja auch sehr pikiert, wenn man zu schnell über die Blumen rennt, ne? Dann sieht es halt mal nicht so schön aus. Ich bin da nicht so. Bei mir kann man über die Blumen rennen. Aber ich mache es bei anderen auch nicht, weil ich weiß, dass sich da Leute ärgern und das wollen wir ja nicht. Außer im Traum. Im Traum ist das ja alles egal. So, wer wohnt denn hier? In einem Zelt. Ah, guck mal, hier sieht es genauso aus wie da drüben. Klamotten. Also man kann doch was abstellen im Zelt. Dann ist das Haus drüben wohl gerade erst ausgebaut worden. Klar, man hat dann ja im Zelt noch kein Lager. Muss man alles auf den Boden stellen. Verstehe ich. Briefkasten gibt es auch. Hier unten sind die ganzen Häuser. Gibt es einen Teppich? Ein Stiefel auf dem Tisch. Jemand seine Füße ausgezogen. Das finde ich auch sehr süß mit dem Kamin und der Malecke. Sehr goldig. Vielleicht hat auch jeder von ihren Bewohnern, also wenn, vielleicht, wer auch immer das ist, hat dann jeder sein eigenes kleines Fleckchen zum Dekorieren. Das wäre ja ganz cool. Hier wohnt ein Bewohner, Froni. Okay. Hier geht's noch hoch. Oh, ein Design. Das ist auch süß. Mit den blauen Rändern. Oh, hier ist das Geroidenkonzert. Okay, sehr süß. Das ist alles aufeinander abgestimmt. Hier gibt es dann noch einen Faschingsladen. Hier einen kleinen Blumenteich, finde ich auch sehr hübsch.
Scheint alles noch sehr im Aufbau zu sein. Vielleicht ist Kathi auch einfach sehr jung. Und teilt sich, hier kommt das Museum hin, und teilt sich die Switch einfach mit ihren Freundinnen. Das kann natürlich auch gut sein. Deswegen hat jeder so sein eigenes kleines kleines Quadratchen. Ja, finde ich auch gut. Guck mal, die Nikolausmütze, die bräuchten wir jetzt. Für Nikolaus. Hier ist auch nochmal Klamotten ausgestellt. Vielleicht ist es auch ein Flohmarkt. Hier können wir doch lang, oder? Können wir nicht hier rein? Ganz viele Blumen. Hier wird Blumen gesät. Oh, hier gibt's Eis. Kann ich ein Eis haben? Hm, nein? Okay, schade. Okay, hier steht ein Spiegel. Hier ist ein Bewohner. Hallo! Ich kann man Sterne beobachten. Oh, sowas mag ich. Okay, jetzt muss ich nur. Gerade eben kam ich doch hier noch durch. Oh. Okay. Hier sind sogar Ostereier, cool. Und hier ist die Party am Lagerfeuer, super. Auch mit einem Zelt. Jetzt muss ich mal gucken, wer hier wohnt. Ich glaube, Lina. Müsste dann ja auch hier draußen rumlaufen, irgendwo. Auch mit den ganzen Mama-Sachen total cool. Hier mit der Map, die Matte finde ich auch sehr hübsch. Schick, schick. Wahrscheinlich die dann immer im Briefkasten, ne? Wenn man vielleicht mal eine Zeit nicht gespielt hat. Pilze finde ich auch cool, die da stehen. Ah ja, genau, hier kommen jetzt Häuschen. Ich gehe jetzt mal hier in das Bewohnerhaus rein, aber ich vermute fast, komme ich da überhaupt rein? Was ist hier? Doch. Dass die nicht von innen dekoriert sind. Da bin ich mit meinem Fuß abgestürzt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich stehe mit meinem Fuß immer auf der. Auf dem Stuhl, auf dem Bürostuhl, Füßen quasi. Manchmal rutscht man dann da ab. Also beschenkt worden ist auf jeden Fall ordentlich. Ich weiß nicht, ob das die richtige Einrichtung ist, aber es sieht süß aus mit dem Puzzleboden. Ist auch ein süßer Bewohner eigentlich, gell? Okay, wer ist hier? Ah, hier Maria schon wieder. Ja, Maria, bitte lassen Sie mich durch. Auch nochmal Pilze. Hier ist auch nochmal Klamotten. Lina. Und die hat auch ein Schleifchen im Haar. Lina, zu welchem Zelt gehörst du denn? Ja, hier kommt man dann lang. Hier ist noch ein Häuschen. Gucken wir auch mal rein. Ich finde, diese kleinen Häuser sehen richtig süß aus. Sind auch einfach sehr hübsch. Hallo, kann ich den ausschalten vielleicht? Ihn hier? Danke. Puh, ist das laut. Ja, sehr schön. Die Kyrien, wie sie da oben sitzen, finde ich auch cool. Verlobungsring. Hier ist jemand verlobt. Sehr schön. Hier liegt auch ein Item. Ah, ein Gyrit noch.
Okay, hier ist dann noch ein Zelt. Das ist das andere Lina-Zelt, glaube ich. Wie dekadent. Eine Badewanne im Zelt. Das ist schon cool. Sehr schick. So möchte ich auch mal zelten. Badewanne. Bett. Okay, hier sind wir beim Museum. Oh, hier gibt es Geschenke. Guck mal, die sind bestimmt für mich. Hoffe ich. Aber wie gesagt, ne? Die liegen dann. Ach nein, ich will sie auspacken. Die liegen später für den nächsten dann auch wieder da. Also. Schleifchenträger, top. Ja, oh, perfekt. Schade, dass wir das nicht gleich schon gesehen haben. Dann hätte ich jetzt nicht im Wintersachen hierher gehen müssen. Ein Taucheranzug. Okay, aber ich trage das Schleifchen-Top. Das ist süß. Das ist die andere Lina. Hallo, Lina. Okay, jetzt würde ich aber dann doch ganz gerne. Wie komme ich denn hier rum? Hier. Mal zu dem Haus von Kati gehen. Ich glaube, uns fehlt auch noch ein bisschen was. Hier oben ist es doch. Ich sehe es. Wie kommen wir jetzt dahin? Hier sind Automaten. Waren wir hier schon? Nee. Das ist eine Warte. Cool. So ein kleiner Park. Ja, da waren wir schon. Hier geht's hoch. Hier ist sie, glaube ich, oder? Crazy. Hallo, Kati. Eine hübsche Insel hast du hier. Guck mal, ich habe sogar dein Schleifchentop an. Aber das, was du anhast, ist auch sehr hübsch, muss ich sagen. Gefällt mir auch gut. Sehr anständig. Aber sehr süß. Mag sowas gerne. Okay, dann gucken wir doch mal in ihr Haus. Im Weihnachtsschmuck beleuchtet. Beschmückt. Ja, auch sehr hübsch. Oh, hier ist auch Gyoriden-Party. Cool. Der Teppich passt gut. Also, der Boden. Dem stinkt. Den finde ich auch sehr hübsch. Ah ja. Hier sind auch die Schmetterlinge wieder. Ich jetzt hier rausgefunden. Oh Gott, man kann die Socken an die Wand hängen. Wie cool ist das? Das wusste ich gar nicht. Und was ist bitte das für ein Bild? Das kenne ich gar nicht da hinten. Cool. Okay. Den Teppich finde ich sehr hübsch. Habe ich vorhin gesagt oder wollte ich sagen. Oh ja, hier ist die Küche. Hier wurden gerade Plätzchen gebacken. Vielleicht auch Kuchen. Sehr schick. Was ist das denn? Das kenne ich nicht. Dieses Item. Super schick. So ein Kaktus oder sowas, gell? Aber kenne ich nicht. Falls jemand weiß, was das ist, das würde mich auch interessieren. Das würde auch gut in die Gärtnerei bei mir passen. So, nächster Raum. Bist du im Schlafzimmer? Mit einer sehr hübschen Tapete. Fenster sind zu. Hier ist Nacht. Ist eigentlich auch eine coole Idee, ne? Seine Klamotten an die Wand zu hängen. Dann kommen wir jetzt wahrscheinlich ins Badezimmer. Oh nein, das ist der Ausgang. Wir müssen hier lang. Was ich ein bisschen schade finde bei so Traumreisen, ist immer, dass man nichts hinterlassen kann. Ach nee, Badezimmer. Schlafzimmer.
dass man nicht hinterlassen kann, irgendwie eine Grüße oder sowas. Und sie habe ich jetzt in der Freundesliste. Ihr kann ich deine Karte schreiben, dass ich hier war. Aber so Fremden kann man das dann immer nicht. Na gut, bei mir sieht man es jetzt im Video, ne, wenn man mich verfolgt, aber ansonsten. Ist auf jeden Fall eine sehr viel bespielte Insel, glaube ich. Kann man auch gut. Also, ne, man kann hier überall rumlaufen. So. Sag mal, war ich denn jetzt überall? Ne, da hinten bei diesen drei Häusern war ich doch noch nicht, oder? Moment, wir müssen noch mal gucken. Oh ja, hier ist so ein Brunnen. Hier war ich auch noch nicht. Hinter Museum. Ja, hier war ich noch nicht. Hier ist so ein Klettergerüst. Sehr cool. Da ist der Campingplatz. Genau, den haben wir von der anderen Seite gesehen. Hier ist eine Baumfarm. Oh, das sind Kürbisse. Die glaube ich auch schon gesehen, ja. Ah ja, hier sind dann noch Bewohnerhäuser. Genau, hier geht es dann wieder hoch zu dem Häuschen. Da waren wir vorhin, da sind wir von hier gekommen. Sehr schick. Ja, jetzt setze ich mich zur Katze. Moment, da muss ich aber auf die andere Seite setzen. Hier. Und jetzt schicke ich später noch ein Hündchen. Auf jeden Fall war es das von dieser Insel. Ich bin gespannt, wie das da weitergeht. Und danke, dass du zugeschaut hast. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht, wann immer du das geguckt hast. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.